Hallo allerseits, heute wollte ich euch einen kleinen Mini-Tipp geben, was Spliss angeht, weil meine Haare tendieren leider sehr, sehr stark danach auszutrocknen und dann gibt es eben unten an den Spitzen der Haare, entweder sie brechen ganz auf, sodass sie so zweigeteilt sind, oder sie haben eben diese weißen Köpfchen oben drauf, die eben auch ein Anzeichen von Spliss sind, dass ich die später noch aufteilen werden. Und ja, also ein paar Basissachen, die eigentlich viele von euch wahrscheinlich auch schon wissen, sind erstmal, wenn sie aufgeteilt sind, solltet ihr auf keinen Fall die zwei Enden nehmen und sie auseinanderziehen. Ich weiß, wie viel Spaß es macht und ich mache es auch die ganze Zeit, aber es ist nicht gut. Es wird euren Spliss nur noch vermehren und es wird nur noch weiter nach oben gehen, sodass ihr später ein größeres Stück abschneiden müsst. Also versucht wirklich, so gut wie es geht, dieses Aufreißen von Haaren zu vermeiden. Außerdem solltet ihr, wenn es möglich ist, nicht jeden Tag die Haare waschen. Also zu viel Wasser und dann Shampoo und ja, diese ganzen Chemikalien, die dann drankommen. Und eben auch, wenn ihr eure Haare trocknet mit dem Föhn, diese Hitze, die dann noch draufkommt, das belastet einfach die Haare nach einiger Zeit, sodass die eben schneller, ja, Spliss bekommen. Deshalb, ich mache es so, ich glaube, ich wasche meine Haare so etwa alle 3 bis 4 Tage. Duschen tue ich natürlich zwischendurch auch. Dann binde ich sie einfach hoch in einen Pferdeschwanz oder in einen Dutt. Und ja, dann mache ich nur den Körper und lasse halt meine Haare für vielleicht den nächsten Tag, um sie zu waschen. Ich habe viele, viele, viele Produkte ausprobiert, die alle mir versprochen haben, dass sie gegen Spliss helfen und ja, irgendwelche Spülungen und Kuren und Shampoos, die sogar sagen, dass sie gegen Spliss wirken. Aber irgendwie hat nichts wirklich geholfen. Und jetzt habe ich was Neues ausprobiert, was ihr alle zu Hause sofort nachmachen könnt, weil ihr das bestimmt zu Hause habt. Und das ist total einfach, man muss kein extra Geld ausgeben und sie pflegt, also dieser Mini-Tipp pflegt die Haare intensiver als, wie ich finde, einige von diesen Kuren, die man eben für 5, 6 Euro kauft. Und zwar nehmt ihr einfach eure reichhaltigste Body-Lotion, die ihr habt. Meine ist die von Garnier, die Body Urea Intensiv. So sieht sie aus. Und das ist eben die reichhaltigste, die ich habe, deshalb werde ich die verwenden. Und ihr wollt einfach, wenn ihr so wie ich jeden Morgen duscht, also ich dusche gerne, bevor ich in die Schule gehe, nicht abends, weil sonst, wenn ich im Bett liege, meine Haare sich total verformen und dann am nächsten Morgen total verrückt aussehen. Auf jeden Fall, wenn ihr so auch ein Morgenduscher seid, dann würde ich euch empfehlen, gleich am Abend davor zu machen, damit wirklich die Creme wirken kann über die Nacht. Und am besten zeige ich euch gerade, wie ich sie auftrage. Am Anfang solltet ihr auf jeden Fall erstmal gründlich eure Haare kämmen, sodass alle Knoten raus sind. So, und jetzt unterteile ich meine Haare in 3, ja, separate Teile. Und zwar einmal der hier vorne an der Seite. Dann auf der anderen Seite eins. Und dadurch entsteht auch gleich hinten ein dritter Teil. Seht ihr? Ja, und jetzt kommt die Bodylotion zum Einsatz. Ihr solltet die Bodylotion nicht ins ganze Haar auftragen, sondern nur maximal ins unterste Drittel. Also am besten wäre es sogar ab hier, aber in meinem Fall, weil ich eben sehr empfindliches Haar habe, das eben sehr viel splittert, mache ich es bis hier oben hin und dann den ganzen unteren Teil creme ich sozusagen ein. Und ihr braucht auch nicht besonders viel Creme. Also ich werde jetzt von dieser sehr reichhaltigen nur so viel nehmen. Und das ist schon vollkommen ausreichend für diesen ganzen Teil hier. Ich verreibe es schön zwischen meinen Händen. Und ich tue es auch ein bisschen zwischen meine Finger, damit ich gleich damit durch die Haare streifen kann, damit wirklich alle Haare was abbekommen. So, und dann fange ich an und trage es auf die Haare auf. Zwar hier im unteren Teil. So, dann gehe ich noch ein bisschen mit den Fingern durch, damit auch die Haare dazwischen Creme abbekommen. Jetzt sehen eure Haare vielleicht ein bisschen eklig aus, weil sie sehr fertig aussehen, was sie auch sein sollen. Und ja, sehr steif. Auf jeden Fall solltet ihr das Eincremen nicht machen, wenn ihr noch am Abend irgendwie weggehen wollt oder so. Würde ich nicht weiter empfehlen. Aber wenn ihr wisst, dass ihr eh jetzt bald schlafen geht und dann morgen früh unter die Dusche springen könnt, dann ist der perfekte Zeitpunkt, um eure Haare ein bisschen zu pflegen. Jetzt kommt der hintere Teil.
Wenn ihr merkt, dass eure Haare nicht genug eingecremt sind, also ungefähr so wie hier, dann könnt ihr natürlich immer nochmal hingehen und noch ein bisschen Creme nehmen und diese wiederum verteilen. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Ihr nehmt wieder ein bisschen Creme. So, und damit die Creme noch besser verteilt wird, kämmt ihr noch einmal mit eurer Bürste durch. So, da ich dann aber abends nicht möchte, dass mein ganzes Kopfkissen eingecremt wird, mache ich meine Haare zu einem kleinen Dutt zusammen und lasse sie so die ganze Nacht über. So, so sieht mein Dutt aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Er muss auch nicht ordentlich sein, weil ihr eh gleich ins Bett geht und niemand ihn sehen wird. Deshalb bindet einfach alle eure Haare zusammen, sodass sie euch nachts nicht stören und eben sie nicht das ganze Bett einsauen. Ich hoffe, der Mini-Tipp hat euch geholfen und vielleicht können einige von euch auch euer Spliss ein bisschen besser bekämpfen. Und ich würde euch empfehlen, diese Kur vielleicht einmal in der Woche zu machen. Also ich mache es immer circa jedes zweite Duschen, also alle 6 Tage circa. Und das wirkt eigentlich ganz gut bisher. Ich hoffe, der kleine Mini-Tipp hat euch gefallen und geholfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!